Just behind the bridge, he lays her down. He frowns, gee, my life's a funny thing. Am I still too young? He kissed the then and there. She took his ring, took his babies. It took him minutes, took her nowhere. Heaven knows he'd have taken anything. All night. She was a young American. She finds a slinky back upon. He calls as he passes a Ford Mustang. Heaven forbid she can take anything but the freak and his title for nothing. This is a step and cuts his hand, showing nothing. It sweeps like a song. She cries, where are all Papa's heroes gone? A young America, all the way from Washington. Her breadwinner begs off the bathroom floor. We live for just these 20 years. Do we have to die for the 50 more? Wie lange sind Sie jetzt unterwegs gewesen? Von heute Morgen an um 7:15 habe ich die erste, also um 7 bin ich losgefahren. Direkt aus Schweden hierher? Direkt aus Trelleborg, genau. Aha. Und war das gut oder war das sehr aufregend? Na, für mich war das nicht so aufregend, da war ich schon mal. Aber wir hatten gutes Wetter, ein bisschen Seegang auf dem Schiff da. Also wir sind ja von Rødby nach Puttgarden mit dem Schiff, mit der Fähre rüber. Und die Brücke war auch ein bisschen windig, aber Gott sei Dank nicht gesperrt, sonst wäre es ein bisschen blöd. Mhm. Ja. Und die Stimmung im Bus, haben sich alle ein bisschen ausgeruht, oder? Wir hatten gestern Tag frei und haben sie auch schon ein bisschen ausgeruht. Und heute sind sie halt gespannt auf den neuen Workshop. Wie lange werden Sie die Truppe begleiten? Bis zum Ende. Bis zum 25. November. Das heißt, die werden immer automatisch gebucht? Na, der Bus, ja, kann man so sagen. Also der Bus und ich und der Laster kommt morgen früh wahrscheinlich erst an. Das ist sozusagen das eingespielte Team. Theorie ist abgeschlossen, nun beginnt die Praxis. Die Truppe ist da, da fällt der erste große Stein vom Herzen, oder? Auf jeden Fall. Also wir haben sehr, 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 sehr lange vorbereitet, ein Dreivierteljahr, fast ein Jahr. Und es waren wahnsinnig viele Punkte zu beachten. Und jetzt sind die jungen Leute da und wir sind heilfroh, dass sie da sind. Haben Sie besondere Erwartungen, Frau Oetjen? Also als sie schon aus dem Bus ausgestiegen sind, hat man schon gesehen, wie die Jugendlichen auch darauf reagiert haben. Und von daher glaube ich, genau das, was ich gesehen habe in der Show, die ich mir nun schon einmal angucken durfte im vergangenen Jahr, dass genau das Gleiche wird hier sicher auch passieren. Die reißen einfach mit, die sind total offen. Und von daher habe ich nur die Erwartung, dass die ganzen Schüler, die am Montag dann dazukommen, genau das Gleiche auch empfinden werden.
Ja, mir ist es auch so gegangen. Ich habe gedacht, die sehen teilweise selber aus wie die Schüler, oder? Genau, absolut. Also das könnte man nicht unterscheiden. Und so wird das auch morgen in der Sporthalle um 3 sein. Die werden alle, ja, mit ihresgleichen komplett da den Spaß haben, beziehungsweise die Workshops anfangen. Und ja, ich bin total zuversichtlich, dass das alles so wird, wie wir uns das erhofft haben. Ich glaube auch, dass das der Motivationsfaktor mit sein wird. Nicht nur die Art, die diese jungen Leute haben, sondern dass sie junge Leute sind, nicht sehr viel älter als unsere Schüler. Und wenn die vor unseren Schülern stehen und sagen, ey, jetzt machen wir es, dann machen sie es auch. Das ist anders, als wenn wir älteren Herrschaften das machen. Das glaube ich auch. Lehrer und Schüler gleichermaßen tragen alle das Projekt oder sagt jemand, oh... Nee, also wir haben eigentlich von Anfang an positive Resonanz gekriegt. Bei uns am Gymnasium ist ja immer das Problem Unterrichtsausfall und wie viel fällt aus, wie viel Stoff fällt aus, können die Schüler das aufholen. Und wir haben es ja so, dass es im Grunde nur einen Unterrichtstag komplett kostet an Unterrichtsausfall. Und das, was die Schüler im Gegenzug dafür mitnehmen werden, wie ich das alles meiner Meinung nach sowieso auf, und das haben aber viele Kollegen auch eingesehen, nachdem wir das Projekt genauer vorgestellt haben, wer es macht, worum es geht, dass sie dann auch gesagt haben, okay, das ist völlig in Ordnung und dann wird es auch getragen. Und wollen Sie was ergänzen? Ja, die Motivation ist auch durch zwei Schülerinnen hervorgerufen worden. Zwei Schülerinnen, die dieses Projekt kannten, die uns auf die Idee gebracht haben, ein solches Projekt hier durchzuführen, Svenja und Linda. Und mit den beiden sind wir durch die Schule gezogen, haben das Projekt vorgestellt. Wir haben es den Sponsoren mit diesen beiden Mädchen vorgestellt. Und sie haben so viel rübergebracht bei ihrer Darstellung, dass eigentlich die jungen Leute, aber auch die Erwachsenen sofort begeistert waren und gesagt haben, das hört sich gut an, das muss was werden. Was sich für mich gut anhört, dass wir Lehrer haben, die ihren Schülern zuhören und sich einfangen lassen. Toll, alle Achtung. Es ist wichtig, dass man die Schüler hört, sonst kann man nichts weitergeben. Gut. Wir werden das jetzt verfolgen in den nächsten Tagen und sind ganz gespannt. Wir wünschen auch Ihnen viel Erfolg. Dankeschön. Danke. Für diejenigen, die der deutschen Sprache mächtig sind, es gibt zwei Reden. Eine auf Englisch, eine auf Deutsch. Zuerst die englische Rede und dann die deutsche Rede. There are two speeches, one in German and one in English. And for our guests, we start with the English speech. Dear students, dear colleagues, dear host parents, dear members of the administration district, Mrs. Scherer, and dear members of the press, and of course, a very, very warm welcome to you, dear young Americans. The young Americans are on the world tour and they are here in Ritterhude. The focus of this evening is to get in touch with the host families, and therefore we are going to celebrate this little come-together party. The host parents and you, the young Americans, both are curious about each other. There is still one important question to be answered: who will stay with whom? Und ganz zum Schluss, wir haben es eben schon auf Englisch gehört, ein herzliches Dankeschön an Silke Oetchen und Wolfgang Eichner. Ihr unermüdliches Engagement, Ihr Einsatz und Ihr Enthusiasmus, das war die Voraussetzung dafür, dass die Young Americans nach Ritterhude gekommen sind, denke ich. We are so excited to be back, first time in Ritterhude. Right? That's right. First time in the school, we are very, very excited, and we just want to say thank you so much for letting us come into your homes. Wir freuen uns sehr darüber, dass wir hier das erste Mal sein können in Ritterhude, und wir möchten uns sehr viel dafür bedanken, dass Sie uns in Ihre Zuhause lassen. Yeah. So, thank you very much. Vielen Dank. Kling. Familie Kling. Familie Kling. Oh, hi. You have Keith and Emily. Hey! Familie Ratje. Ratje. Oh, hi. You have Gabe and Cordell. Familie Grote. Grote. Grota. Grote. Oh, hi. You have myself and Matt Dobb.
Schwannenwede. Hi, you have Brooke and Squirtle. Squirtle. Frick. Familie Frick. Hi, you have Justin and his mom. Our director is coming tomorrow from America. So for tonight, you just have Justin and the mom tomorrow. It's his mom. Ja, Frau Müller, Sie sind die gute Seele des Hauses hier, oder? Genau, stimmt. Sie haben das alles hier organisiert mit Küche, Essen, Versorgung, Einsätze der Dienste? Mit den Eltern zusammen haben wir das gut organisiert. Für die Lehrer ist der erste Stress weg, für Sie fängt der erst an? Gott sei Dank. Ich mache es gerne, muss ich sagen. Ich habe heute schon den ganzen Tag vorgekocht für morgen. Das ist super und macht auch Spaß, muss ich sagen. Und Sie haben keine Bedenken? Überhaupt keine. Darf ich mal fragen, für wie viele Personen Sie kochen? Also wir kochen morgen für 60 Leute. Dann habe ich regulär nochmal 50 Leute, die so kommen. Und dann abends habe ich dann 350. Aber da gibt es nur kalt-warmes Buffet. Mhm. Das ist dann okay. Und Sie freuen sich richtig drauf? Ich freue mich richtig drauf, ja. Das ist schön. Vielen Dank. Sie sind eine der Gastfamilien, ist das richtig? Das ist richtig, genau. War für Sie gleich klar, wir nehmen welche auf? Sofort. Also wir haben gesagt, das ist ein ganz tolles Projekt, das hat uns sofort angesprochen. Und unser großer Sohn ist ja auch betroffen vom Alter her, der darf mitmachen. Und dann haben wir gesagt, das machen wir. Offenes Haus und ist auch nicht unser erster Austausch oder so, den wir begleiten. Es ist ja immer so, wenn andere Leute mit im Haus sind, bewegt man sich ja anders. Das macht ihnen nichts aus. Für ein paar Tage, denke ich, ist das in Ordnung. Und das macht uns nichts aus. Wir haben ja selber 3 Kinder und da ist sowieso immer Leben in der Bude. Wünschen wir Ihnen viel Spaß in Dankeschön. Den nächsten Tagen. Danke, werden wir haben. Und die Sprache ist einfach auch ein Anreiz. Ne? Also fremde Sprache, die Kinder dem nahe zu bringen, dass sie einfach ohne Scheu Englisch sprechen, die eigenen Kinder. Das ist der Reiz da dran. Sie sind? Who are you? Ah, ich bin Alexis. Alexis und? Marlene. Alexis und Marlene. Marlene ist meine Tochter, aha. Unsere Tochter und Alexis ist unser Gast und wir warten noch auf Hanna. Hanna ist wer? Auch unser Gast. Also wir haben ja 2 Gäste. Die Freundin oder Begleiterin kommt noch. Ne? Und wie ist das für Sie, Herr Kühl, so viele Frauen demnächst im Haus? Ja, das ist natürlich interessant. Herausforderung ist das. Problem. Haben Sie nur eins? Wir haben ein Badezimmer und ein Gäste-WC. Aber ja. Wir haben das schon eingeteilt. Das ist ganz gut. War das für Sie gleich klar? Wir nehmen 2 auf? Ja, meine Tochter hat das angesprochen und wollte das gerne und wir waren einverstanden. Ja, schön. Wir haben Platz. Ja. Warum wolltest du das gern? Ja, ich denke, es ist eine gute Erfahrung. Dann lernt man auch ein wenig noch Englisch zu sprechen. Und ja, hatte ich einfach mal Lust zu. Schön, dass deine Eltern das mittragen, oder? Ja, das stimmt. Das finde ich auch sehr gut von ihnen. Bist du Realschülerin, oder? Nee, ich gehe in die 10. Klasse auf der Riesschule. Gymnasium. Und du nimmst auch am Programm hier teil in den nächsten Tagen. Was für eine Erwartung hast du? Dass es Spaß macht. Ja, das ist eigentlich alles. Dass man Spaß hat und neue Leute kennenlernt. Und die Truppe, wie hat die auf dich gewirkt, als sie da aus dem Bus ausgestiegen ist und eben beim Verteilen? Ja, also ich denke, sie motiviert einen und ist gut gelaunt und damit wird man Spaß haben. Das denke ich auch. Bis dann. Tschüss. Danke. Danke. How it is for you to go with us in a strange family and live for 3 days there? It's wonderful. It's a really great experience. We have kind of a unique experience because when people usually visit other countries, they don't get to see the real culture of the country. So we get a great opportunity to experience the actual culture of a country instead of just going to tourist spots. Aha. Frau Kühl, das jetzt übersetzen Sie bitte für mich und für die Fernsehzuschauer. Es war ein bisschen viel in der kurzen Zeit. Ich habe in erster Linie verstanden, dass es eine wichtige Erfahrung ist, verschiedene Kulturen kennenzulernen und dass es aufregend ist, in verschiedene Kulturen reinzugucken und das war's. Ja, und dass sie sich drauf freut, ne? Ja, dass sie sich drauf freut, ja. Genau. Wir wünschen Ihnen viel Spaß, okay? Schöne Danke. Tage. Danke. Dankeschön. So. Unser Auto? Looks got the slant, white's got a soul train. Mama's got the trance, and look at your hands, hey, you got.
Kollegin, ich habe mal eine Frage. Die, für mich wirkt es so, die Schüler kommen alle planlos in die Halle und werden jetzt in Arbeitsgruppen geteilt. Aber wie funktioniert das? Für mich sieht das aus wie ein wilder Haufen, der durcheinander wuselt. Das wird sich innerhalb von 10 Minuten spätestens ergeben, weil die werden gleich eine Ansage machen, das auf 2 Sprachen machen und dann halt genau ansagen, wer in welche Workshop-Gruppe geht, mit welchem Trainer sozusagen. Und dann wird sich das schnell organisatorisch auch so lenken, dass es halt auch alles in den Bahnen läuft. Ja, und es kann ja auch noch passieren, dass man merkt, Mensch, jetzt muss ich singen, aber ich kann gar nicht singen. Dann kann man die Gruppe auch noch wieder tauschen. Es ist so, dass heute erstmal sowieso nur geguckt wird, wer kann was, wer möchte was machen, wer passt wohin. Und von daher ist das heute erstmal eine Sichtung sozusagen und dass die Gruppen sich finden untereinander und dann wird man weiter gucken, wer was macht und kann. Ja, okay, danke. Great. And we also love to do hip hop dancing, okay? Here we go.
Frau Wühler, Sie unterrichten Haupt- und Realschüler und haben jetzt die Generalprobe gesehen. Was sagen Sie dazu? Ich bin begeistert. Ich kann das kaum in Worte fassen. Ich war die beiden anderen Tage auch schon hier und bin erstaunt, mit wie wenigen Mitteln und wie professionell diese jungen Amerikanerinnen und Amerikaner unsere Jugendlichen auf die Bühne bringen. Ja, es gibt ja manchmal auch schwierige Schüler oder Schüler, die sich nicht so trauen, Introvertierte. Wie wirken die jetzt? Wie losgelöst. Also sie trauen sich alle und man sieht natürlich noch, dass sie unterschiedliche, Begabungen in ihren Bewegungsmöglichkeiten haben. Und trotzdem machen alle mit. Und auch Kinder, die sonst kaum Piep und Papp sagen können, stehen plötzlich in vorderer Linie, haben ein Mikro in der Hand und singen den Teil eines Liedes. Und das fasziniert mich geradezu, wie das gelingt. Ja, das war wunderschön, ja, nicht? Ja. Auch We Are the World, ne? Ja, auch anrührend. Also es ist ja auch eine Choreografie in dem Ganzen, eine Steigerung und ja. Also für die Schüler ist das auf alle Fälle eine Bereicherung. Manche sagen ja, es gab Unterrichtsausfall, aber ich glaube, das hat diese Veranstaltung wettgemacht, oder? Auf jeden Fall. Also Lernen ist ja nicht nur Vokabeln lernen oder wenn ich unterrichte Deutsch, ist ja nicht nur zu wissen, dass es eine Konjunktion das gibt, die mit 2 S geschrieben wird. Lernen ist ja auch Verbindung aufnehmen zu anderen Menschen, sich etwas zutrauen, Spaß zu entwickeln. Und das wird hier sehr bedient. Und die ganze Zeit wird Englisch gesprochen. Es gibt so in Schlüsselstellen dann mal diese beiden Übersetzerinnen, die dann mal in Deutsch einspringen, wenn es ganz wichtig wird. Aber was die allein an Zuwachs in ihren Englischkenntnissen haben, ist sagenhaft. Und allein auch die Tatsache, dass man mit so einer Sprache wie Englisch durch die Welt kommt. Auch das, wir sagen das natürlich, es ist gut, eine Fremdsprache zu sprechen, aber hier erleben sie das. Genau, die Young Americans kommen ja aus allen Teilen der Welt und die Sprache ist Englisch. Ja, genau. Und über das Tun lernen sie das und über das Erleben setzt es sich fest in ihren Köpfen. Mhm. Und wie wichtig finden Sie die Veranstaltung, dass die übergreifend ist für alle Schulformen? Sie haben ja hier die Hauptschule, Realschule und das Gymnasium. Ja, das ist für uns ganz wichtig. Das gehört auch zu unserem Schulkonzept in allen 3 Schulen. Wir haben bewusst die Gemeinde vor Jahren darum gebeten, alle 3 Schularten unter ein Dach zu bringen und sehen zu, dass wir jedes Jahr eine große Aktion gemeinsam starten. Im letzten Jahr da haben wir uns beteiligt an Gesunde Schule, das war ein Wettbewerb von Werder Bremen, haben wir den ersten Preis gewonnen, weil wir immer zusehen, dass solche Projekte auch wirklich die Herzen der Schüler und Eltern erreichen und dementsprechend sind dann auch die Ergebnisse gut. Ne? Mhm. Und das ist dieses Mal auch wieder so. Und diese Veranstaltung können Sie auch weiterempfehlen? Auf jeden Fall. Ich wusste schon ein bisschen davon, weil meine Nichte, die heute jetzt auch angereist ist, es nochmal zu sehen, vor Jahren schon in ihrer Schule das erlebt hatte. Und von daher konnte ich das immer aus vollem Herzen schon befürworten, als im Kollegium die Skepsis noch sehr groß war. Weil der muss ich nur das Stichwort geben, dann ist sie noch wieder ganz begeistert. Und das hat sich hier bewahrheitet. Ja, danke. Ich will gar nichts Schlimmes wissen. Ich habe nur nicht ganz verstanden eben bei der Generalprobe, weil du in der letzten Runde stehen bleibst oder dich aufstellst und die anderen sitzen alle. Kannst du mir das erklären? Ja, ich weiß auch nicht wirklich. Also sie meinte, ich soll aufstehen und dann halt diese Posen da machen und dann stehen bleiben.
Also das Ende halt. Als Abschluss. Und liegt dir das? Ja, also es ist ja leicht eigentlich. Macht dir auch Spaß? Ja. Du wolltest was ergänzen? Ja, ich wollte nur sagen, man bleibt manchmal stehen, weil wir haben das jetzt ja nur 2 Tage gelernt und denn manchmal vergisst man das halt, was jetzt genau passiert, weil das ist so viel auf einmal, was man lernen muss. Und ja, denn irgendwie kommt man manchmal auch ein bisschen durcheinander. Ja, kannst du gut Schritt folgen und dann noch die Hände dazu bewegen? Ja, also wenn man das öfters lernt und also wir haben das jetzt ja nur 2 Tage, aber ich denke mal, also jetzt so kann ich das auch noch nicht richtig. Ich muss das schon ziemlich nachdenken und manchmal klappt das manchmal nicht, muss man, ja. Und gefällt dir, dass das Projekt in einer großen Gruppe stattfindet oder hättest du lieber so Einzelunterricht? Nee, in einer großen Gruppe macht das auch mehr Spaß mit mehreren zusammen und also ich finde das schon gut, dass das in einer großen Gruppe ist. Könntest du dir später vorstellen, dass du so einen Beruf ergreifst? Hättest du Bock, bei den Young Americans mitzumachen? Ja, sehr. Woran liegt das? Jetzt macht mir Tanzen auch Spaß. Also eigentlich habe ich nie so nachgedacht. Also ja, Tanzen. Ich glaube, die reißen auch so richtig mit, ne? Die Motivation geht so richtig über. Genau. Danke. Bist du denn schon aufgeregt? Nein, noch nicht. Ich bin eher so der Typ, der dann aufgeregt ist, wenn es gerade passiert. Aber in der Generalprobe hat es doch gut geklappt, ja. Oder? Ja. Kannst du es perfekt auswendig? Nein. Wir haben das ja gerade erst erfahren, dass wir das machen sollen. Wann gerade? Ich bin entsetzt. Nee, die nehmen uns dann mit und sagen, dass wir das vortragen sollen. Und dann müssen wir es ablesen. Muss. Können wir, wenn wir möchten. Mhm. Und du möchtest? Ja. Was genau macht dir Spaß? Zu schreiben. Zu schreiben alleine für dich oder dich auch hinzustellen und das vorzutragen, damit das jeder erfährt? Also eigentlich schreibe ich bis jetzt immer nur für mich selbst. Und wie ist das, wenn man mit seinen Gefühlen, das sind ja Gefühle, an die Öffentlichkeit geht? Ja, es ist schon was Komisches, weil ich es noch nie gemacht habe, aber es ist gut. Und möchtest du dann Schriftstellerin werden oder wie verstehe ich das oder ist das mehr ein Hobby? Ist mehr ein Hobby von mir. Wie haben die denn davon erfahren? Wir haben eine Stunde gehabt, in der wir Gedichte schreiben konnten und dann haben sie die eingesammelt und geguckt, welches ihnen gefällt. Was in die Show passt, ja. Ne? Ja. Hast dich gefreut? Ja. Das kann ich mir gut vorstellen. Und du, was machst du heute Abend? Tanzen und singen. Hast du auch eine Solonummer? Ja, aber nur ganz kurz. Ich singe halt einen Satz und dann... Welchen Satz? Sing mal für mich, ganz allein. Ich kann ihn sagen, aber sing nicht. Ich kann gar nicht singen. Ja, das kann ich aber echt nicht, aber es ist egal. Und warum singst du dann? Ja, weil das halt für einen Abend ist und man soll ja auch ein bisschen aus sich rauskommen und es bringt Selbstbewusstsein. Ja, also dann komm mal raus. Nein, erst mal heute Abend. Das sparst du dir auf. Genau. Dann bist du also nervös, wenn du da nach vorne musst. Ja, dann schon. Jetzt noch nicht, aber dann ja. Aber du packst das, ne? Muss man ja, also ja. Klopf, klopf, darf ich da mal stören? Klopf, klopf. Ich gehe mal hier ein bisschen an die Seite, machst du mir mal ein bisschen Platz. Was machst du denn hier noch? Ja, ich schreibe das auch nochmal ab. Warum? Ja, weil ich das nicht lesen kann, weil ich das geschrieben habe und dann noch was dazugefügt habe. Und jetzt sind da über Sterne und Kreise und alles sowas zum Verbinden nochmal. Ja, in welcher Sprache hast du dein Gedicht oder ist es ein Vortrag? Es ist eine Art Gedicht in Englisch. In Englisch. Ja. Und kannst du das auch auswendig? Nee, ich habe das ja auch gerade erst erfahren und ich hatte das nur einmal schnell geschrieben. Und ja. Und bist auch die Auserwählte? Ja, Glück gehabt. Wie ist denn das, wenn man da vorne vor dem Mikro steht? Wir waren ja jetzt wenig Zuschauer in der Generalprobe. Hüpft das Herz da? Ja, natürlich. Ich glaube, es würde bei jedem irgendwie Aufregung zeigen. Bei mir auch. Und wenn man nicht aufgeregt ist, dann ist man nicht mehr hier, ne? Ja. Also ich wünsche dir viel Erfolg heute Abend. Das heißt, euch allen wünsche ich viel Erfolg und dann bis später, ne? Und genießt noch ein bisschen Pause. Okay. Gestern von 8 bis 18 Uhr geübt, hat das geschlaucht? Oh, gestern ging eigentlich, finde ich. Vorgestern war viel schlimmer. Warum gestern? Das war doch viel länger. Ja, oder bist du ein guter Sportler?
Ja, aber die ersten zwei, drei Stunden war ja eigentlich nur malen und Gedicht schreiben oder sowas. Und als wir hier ankamen, den ersten Tag, da war ja gleich, kamen wir an, wurden in Gruppen geteilt und dann gleich irgendwie rumhüpfen die ganze Zeit. Nö, es geht eigentlich. Also wir haben es ja oft genug geübt und lange oft wiederholt und von daher müsste eigentlich funktionieren alles gleich. Hättest du Lust drauf, dass es in ein oder zwei Jahren wieder sowas gibt hier in der Schule? Ja, bis dahin habe ich schon mein Abitur, aber voraussichtlich. Aber ja, warum nicht? Ich finde, es macht Spaß und ist eine tolle Erfahrung. Und wie ist es für dich, vor Leuten, wie ihr sagt, rumzuhüpfen, ja, als Geburtstagskind Höchstleistung zu zeigen? Also ich finde das eigentlich, also wir sind ja ganz viele in diesem Raum und deswegen zählt seine alleinige Leistung da nicht so viel. Man wird ja nicht von jedem hier angeguckt. Ja, deswegen ist das nicht so schlimm, wenn man es falsch macht und sonst muss man einfach nur rumhüpfen. Wie ist es denn in der Gemeinschaft, sowas zu machen? Also besser als allein, ne? Weil allein blamiert man sich immer so und so, wenn alle das machen, ist das eigentlich viel besser. Ich wünsche euch viel Erfolg bei der Show heute Abend. Was wünschst du dir? Ja, ich wünsche uns viel Erfolg, ne? Seid ihr gespannt auf die Reaktion der Eltern? Ja, ich denke mal, das wird ziemlich positiv ausfallen. Also meine Mom hat schon letztens zugeguckt, weil sie da Getränke ausgeschenkt hat und sie fand das gut. Mir gefällt das auch gut. Viel Erfolg. Herr Willert, heute ist Mittwoch. In einer Stunde beginnt die Aufführung, die große Show. Genau. Was ziehen Sie aus dieser ganzen Angelegenheit raus? Hat sich das gelohnt? Also es hat sich auf jeden Fall gelohnt, mehr als gelohnt. Mir hat auch zum Beispiel super gefallen, dass man zwischendrin so eine kleine Kreativphase hat, wo gemalt worden ist, wo die Kinder auch ihre Emotionen einfach mal zu Papier bringen konnten, ohne dass sie einen Aufsatz schreiben mussten, dass sie dort einfach auch mal ein Gedicht geschrieben haben. Ich fand das ganz toll. Ich finde die Mischung hervorragend. Bei der Finanzierung haben aber ja auch Firmen aus dem Umkreis diese Angelegenheit wahnsinnig unterstützt, oder? Dafür sind wir auch sehr dankbar und das finde ich auch ganz, ganz toll, dass das so gelaufen ist, denn wie gesagt, 45 Euro, das wäre für einige Schüler einfach viel zu viel Geld gewesen und dass wir den Preis auf 35 Euro drücken konnten, dafür möchte ich mich an dieser Stelle noch einmal ganz, ganz herzlich bei den Sponsoren bedanken und ich möchte mich auch noch mal bei Frau Oetchen und Herrn Eichner bedanken, ohne die das gar nicht möglich gewesen wäre. Die sind im wahrsten Sinne des Wortes nämlich Klinkenputzen gegangen und waren in diesen 9 Monaten der Vorbereitung unermüdlich Sponsoren zu finden, die uns finanziell unterstützt haben oder auch bei der Organisation tatkräftig mitgeholfen haben. Und an der Stelle möchte ich mich auch noch mal ganz, ganz herzlich beim Schulverein bedanken, der uns vor allen Dingen organisatorisch wunderbar unterstützt hat. Thank you.
Thank you.
Danke schön an behalf of the Young Americans. From me and the Young Americans, I'd like to invite Silky and Wolfgang. Could you please come up here for me? One is here, it says, "We wish you love," and that's our World Tour 2010. And this one here says, "Believe." Now, if you look at their shirts, it says, "Be." Now, we believe in your kids, and your kids have believed in us and the work we do. But these guys are the ones that have believed the most and made this workshop happen. So without you guys, this wouldn't happen. So thank you. I appreciate you for having us here. Nochmal.
Fragen. Das sind nicht nur Eltern, das sind Kollegen, das sind viele, die hier gar nichts zu tun hatten und alle mal helfen wollen. Von daher ein großes Dankeschön an euch alle. Und es hat viel Arbeit gekostet, aber nicht viel Spaß gemacht. Dankeschön und gute Nacht.